Hallo, liebe Mobana. Hab mir da mal was besorgt und ihr könnt euch mal Gedanken machen, was ihr glaubt, was das Ganze hier wird. Aber so lange müsst ihr nicht warten. Natürlich löse ich gleich danach auf. Ja, so schnell ging's. 10 Minuten später, fertig. Und zwar, ich habe hier einfach die Leisten drunter gemacht, wegen der Stabilität, und das Brett selbst war ziemlich uneben, jetzt stabil und fest. Das wird keine Testanlage, sondern wirklich nur eine Testplatte. Hier drauf will ich meine Videos unter anderem drehen, wenn ich was zu zeigen habe, an Tipps und Tricks. Und dann später kommen hier auch Gleise drauf, verschiedene Gleise, verschiedene Dämmungen, verschiedene Art des Schotterns. Kann jederzeit immer wieder abgerissen werden und neu gemacht werden für verschiedene Sachen, die ich probieren und testen will. Im Allgemeinen. Wenn es dann die ersten Videos gibt, vielleicht schon direkt dort dahinter, das entscheide ich noch. Bis dahin erstmal. Macht's gut. So, dann begrüße ich euch mal hier an meiner neuen Platte, was ich gesagt habe, für Tricks und Tipps und Tests. Heute widme ich mich mal einem Thema, was eigentlich nur Leute interessieren könnte, die Mini-Tricks-Weichen benutzen. Mein Mober-Kollege, der hat eine Riesenanlage mit weit über 140 Weichen. Und wir hatten immer wieder das Problem, dass wenn bestimmte Züge losgefahren sind, also aus ihrer Abstellung, wir dann einen Kurzschluss hatten, obwohl die Lok schon längst da raus war, etc. Dann hat man die Weiche wieder zurückgeschalten, war der Kurzschluss weg. Mein Verdacht lag sehr schnell nahe einer Sache, die viele nie wissen. Denn die Weichen von Minitrix und von Fleischmann haben hier drinne diese Feder. Wenn man die rausmacht, sind das denkende Weichen. Die zwei Stränge werden je nach Stellung abgeschalten. Auf Abbiegen ist der jetzt unter Strom, der nicht. Wenn man die Federn rausmacht, wie gesagt, stellt sie sich um, wird das totgelegt und das ist unter Strom. Das heißt, wenn man jetzt weiter hinten hier noch eine Trennung hinmacht, innen, bleiben analoge Loks stehen. Schaltet man um, fährt der los und der andere bleibt stehen. Ich halte die ganze Sache für totalen Schwachsinn, weil wenn man hinten raus mehrere Weichen noch hat und man will den anderen Zug rausfahren lassen, wie kriege ich den anderen gestoppt? Denn ich will ja eben nie mehr die Trafos dann wieder 10 Trafos machen, sondern ich will ja die Loks stoppen. Was macht man? Man macht also doch wieder ein komplettes Trenngleis, was man mit einem Schalter oder ähnlichem abstellt. Also diese der sogenannten denkenden Weichen ist totaler Schwachsinn. Und hier unten drinne ist sinnlos störendes Material, das zeige ich nämlich gleich. Und zwar hatten wir immer wieder das Problem, überwiegend beim abbiegenden Zweig, so kein Kurzschluss, so auf einmal ein Kurzschluss. Und wir haben immer die Federn drinne gelassen, also ich lasse die grundsätzlich drinne, damit eben der Strom immer fließt bei digital. Wir brauchen das ja nicht. Und jetzt zeige ich euch, woran das liegt und wie man es beseitigen kann. Man sollte wirklich eine gute Feinmotorik haben. Und als allererstes macht man hier mal alle Laschen auf von dem Blech unten. Wichtig ist, die Weiche die ganze Zeit dabei schön auf den Boden drücken, damit das Blech ja nicht vorher abgeht. So, jetzt dauert ein kleiner Moment. Erstmal eine Seite aufmachen. Schön angedrückt lassen am Boden. Jetzt die anderen Spangen aufmachen und bitte sehr weit aufmachen, dass das Blech wirklich ganz locker runterzunehmen geht. Und wenn man hängen bleibt, dann fliegen alle Teile weg. Jetzt ist ganz wichtig, nicht einfach anheben, dann sind alle Teile weg. An Plattenrand, Daumen drunter, einmal drehen. Die Platte muss noch drauf sein. Und jetzt schön vorsichtig hochnehmen. Und jetzt haben wir hier 1000 verschiedene Teile. Wie gesagt, das ist nur für Leute mit Nerven. Das schwarze mittlere Teil als erstes festhalten und dann hier vorne die Feder rausnehmen, die die Zunge bewegt. Dann kann man das mittlere Teil rausnehmen, inklusive diesem Hebelchen. Gut, da fällt schon raus. Jetzt wird es ganz quickig, diese kleine Feder bloß nie verlieren. Und ihr seht, die hat einen leichten Knick in der Mitte. Der Knick,
den Knick hier in der Mitte, den gab es früher nicht. Das war immer gerade. Ich habe nämlich bei fast über 140 Weichen von meinem Kollegen das nachgestellt. Durch den Knick geht die Weiche besser in Endlage. Aber das erkläre ich dann am besten, wenn es dann drin ist. So, und jetzt kommt es auf diese Umschalter an. Die tun ganz gerne mal, entweder verbiegen sie sich oder sind sie falsch ausgestanzt. Der Kurzschluss entsteht hier beim Umschalten. Wenn die hier zu weit auseinander stehen oder irgendwie doof hängen bleibt, ich kann es stellenweise nicht nachvollziehen, aber es liegt an den Dingern, weil immer wenn ich es rausgemacht habe, gab es den Kurzschluss nicht mehr. Wenn das hier zu weit auseinander steht, dann berührt das beide Pole. Und dann bleibt das manchmal an der Stelle hängen, obwohl man die Weiche schaltet, aber das Metall schaltet nicht richtig mit um. Und dann hat man einen Kurzschluss. Ich habe, wie gesagt, etliche rausgemacht. Diesen Mist braucht man eigentlich nie. Die sollen diesen Mist weglassen. Die sollen das wieder einfach durchgehend machen, komplett verbinden. Bei den Weichen mit elektrischem Herzstück, da müsste ich dann mal unten reingucken, wie die das gelöst haben, weil das muss ja weiter geschalten werden. Aber hier wird, wie gesagt, umgeschalten von der äußeren Schiene auf die, damit der Strang Strom kriegt, und umgedreht. Das ist ja hier, dieser ganze Strang wird dann geschalten. Das heißt, der ist jetzt stromlos komplett bis dahin. Und beim Umschalten erst ist er dann mit Strom versorgt. Bei dem sind aber die Brücken drin, deswegen passiert nichts. Wie die das hier allerdings mit der Brücke gelöst haben, ist mir ein Rätsel. Weil eigentlich kann das nur auf die hinteren gehen. Weil das Magnet, die leitende Herzstück muss polarisiert werden. Die haben aber auch noch nie einen Kurzschluss gehabt. Die Weiche werde ich schon so wieder mitgeben, weil die können wir nie, das können wir nicht rausnehmen. Wenn ich das rausnehme, wird das Herzstück nicht mehr polarisiert. So, jetzt haben wir, wie gesagt, die Teile ja alle draußen. Aber ich mache nicht nur das raus, sondern ich tue auch oft die Weichen noch verbessern. Und zwar, weil dieses Stück Feder hat noch einen anderen Hintergrund. Manchmal, das ist ja jetzt die Seitenansicht, steht das hier zu weit hoch und dann drückt die Federblätter zu weit nach oben. Das sieht dann, wie kann ich das jetzt am besten zeigen? Ich drücke von unten. Dann stehen die Blätter gegenüber dem eigentlichen Gleis zu weit nach oben. Das führt hier an der Ecke dann zu Entgleisung. Das Ganze muss richtig unten liegen. Das heißt, die Feder, wenn die aufliegt, jetzt will sie nicht hoch. Ich biege die Feder auch ein Stück in die Richtung. Aber beim Einbauen muss die nach oben zeigen, das Verbogene. Das heißt, die Schwelle, die sich hier bewegt mit den Zungen, drückt es dann richtig nach oben. Genauso muss die Feder in die oder in die Richtung nachgestellt werden, weil bei den Tricksweichen öfters, wenn die dann gestellt ist, auf der einen Seite liegt sie zu locker an und auf der anderen Seite zu straff. Das interessiert die Hersteller aber nicht. Die bauen das einfach ein und testen das nicht wirklich. Weil das ist eine Feder in dem Plastikstück, wenn das Plastikstück hier hinten nie ganz gerade ist zur Feder, in dem 90 Grad Winkel, dann funktioniert es nicht. So, wie baue ich das am leichtesten aus, dieses Stück Blech? Dazu habe ich hier meinen Dorn, den setze ich hier auf die Niete auf. Nicht zu dolle, ein, zwei Schläge. Nur, dass es die ein bisschen rausdrückt. Dann entferne ich die Niete. Und dieses Umschaltteil weg. Störendes Zeug hier drin, was hakt, Kurzschlüsse verursacht, etc. Jetzt kommen wir wieder zum Einbau. Das ist natürlich das am schwierigsten, ne, wenn es mal herkommen würde. Das kann man ja nur noch mit der Hand reinmachen. Ich mache nur alles gerne mit der Pinzette. Jetzt muss diese kleine Feder mit dem Knick zur Mechanik, also zur Mitte des Ganzen, hier oben eingehangen werden. Das sind zwei kleine Schlitze. Ich hoffe, man kann das soweit sehen. Ich zeige es gleich nochmal. Jetzt hat es sich gedreht. Das ist natürlich, wie gesagt, eine Nervensache.
sollte man gute Nerven haben. Auch ich muss da mehrfach ansetzen, meist. Naja, war es schon wieder. Schon draußen, bevor es drin war. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht zu lange. Normalerweise geht das ratzfatz bei mir, weil ich es schon, wie gesagt, 1000 Mal gemacht habe. Aber wie das ist, wenn man was vorführt, dann dauert es halt. Müsste eigentlich von alleine reinfallen. Na Mann, oh. Doch nicht. So. Jetzt ist es in beiden Spalten drin. Das Ganze wird nach unten gedreht. Dann kommt dieses Plastikteil wieder hier rein. Das passt auch, solange noch nichts drin ist, hier locker vor diese Feder, da noch keinen Druck ausüben. Den kleinen Hebel, der kann jetzt auch schon hier rein. Da gibt es keinen links oder rechts, der ist spiegelverkehrt, den kann man auch in jede andere Weiche einbauen. Die sind alle identisch gleich, ob das die kleinen oder die großen Weichen sind. Nur halt alles vorsichtig machen. Jetzt wird es entscheidend für dieses Teil. Dazu setze ich ganz hinten her die Pinzette an und knicke das nur leicht, ganz leicht. Wenn du siehst, dass die Feder höher ist, reicht das vollkommen aus. Als nächstes weiß ich, dass auf gerade stehend meistens das Ganze nie richtig straff anliegt, sondern immer nur beim Abbiegen liegt es straff an, beim gerade etwas flapperig halt. Deswegen biege ich die Feder jetzt auch noch ein ganz klein wenig in die andere Richtung, damit es die Zungen richtig anlegt. Jetzt ist ganz wichtig, mit der Pinzette zuerst die Feder hinten in das Loch einfädeln. Das geht meistens bis dahin noch recht leicht. So, bin ich schon mal drin. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt das mittlere Teil mit dem Finger festhalten. Und das schwarze nur auf das Loch legen und mit dem Finger so lange drehen, bis es drin ist. So, jetzt ist die komplette Spannung da. Das nicht mehr berühren, das nicht mehr berühren. Und jetzt kommt das, warum ich gesagt habe, die Laschen ganz weit aufmachen. Weil der Deckel muss wirklich jetzt ganz leicht drauf gehen. Und genau gucken, wo er hingehört. Hier hinten sind die zwei Löcher für die. Einfach nur drauf fallen lassen. Ja, nichts drücken. Jetzt, wo er drauf liegt, kann es eigentlich nicht mehr weg. Festhalten, richtig unter Druck wieder an den Rand gehen. Unter Druck alles drehen. Ja, nie loslassen. Und jetzt ist es gedreht. Und jetzt, wo es off liegt, kann man testen. Wie ihr seht, schaltet. Und jetzt kann ich euch auch zeigen, was ich meine. Dieser Druck hier, wenn die Feder nie weit genug nach drüben geht, hast du hier keinen Druck. Die muss, wenn die gestellt ist, richtig schnippen an das Gleis. Also die muss straff anliegen. Dasselbe machen wir in die andere Richtung. Seht ihr, wie das richtig anflippt, also richtig fest anliegt. Wie gesagt, es betrifft nur die Leute, die mit dem Original Magnetantrieb arbeiten und Tricksweichen hat. Schön festhalten die ganze Zeit, ja nicht loslassen, sonst ist alles wieder raus. Ich fange immer hier hinten an bei den Zwehen, die lassen sich am besten zumachen mit der Zange. Dann mache ich die Zwehe hier vorne, die Zange ist breit genug. Jetzt ist es erstmal relativ safe. Das kann man hier auch noch machen, so mit der Zange, zwischen Schwelle und dem. Und dann ist schon mal grob alles fest. Jetzt drücke ich nur noch mal nach mit dem Schraubendreher. Oder Schraubenzieher, jeder wie er will. Nur beim Gliedermaßstab mache ich nicht mehr. Das ist bei mir nach wie vor ein Zollstock. Aber da kann man ja diskutieren, wie man will. So, damit sind die Hauptnasen fest. Dann kommen die noch in der Mitte, keine vergessen, wenn es geht, weil es sollte schon straff anliegen. Die hier, die geht nur zu einem Viertel, die ist so gemacht, nur leicht eingekerbt. Dann drehen wir das Ganze, die letzte Lasche noch. So. Damit ist die Weiche fertig. Alles wieder klapp, ordentlich verschlossen. Und die Weiche schaltet wunderbar. Muss dieser ganze Mist hier drinnen nicht mitschalten und Kurzschlüsse verursachen. Durch die Federn sind die zwei Stromstränge gegeben bis hier hinter und alles ist wunderbar.
So, das war's erstmal. Erster Tipp von mir. Wer Probleme hat mit Minitrix-Weichen, hier und da vielleicht einen Kurzschluss feststellt, wenn die Weiche auf Abzweig ist oder auf gerade, je nachdem. Wir haben es meistens beim Abzweig gehabt, alles rausgemacht, über 140 Weichen, wie gesagt. War sehr anstrengend. Für mich nie so, ich habe die schneller ausgebaut, als er die Weichen ein- und ausgebaut hat auf seiner Anlage. Aber das war ja sein Problem. So, und als nächstes zeige ich euch, was ich mit den Magnetantrieben mache, weil die verändere ich auch. Das ist auch wieder nur ein Tipp für jemanden, der die Weichen natürlich digital steuert. Das ist kein Tipp für Leute, die ihre Weichen analog schalten. So, bis gleich. Dann kommen wir mal zu dem zweiten angesprochenen Thema, auch was Weichen betrifft. Geht um diese Stellantriebe. Ich mache das bei Fleischmann so wie Trix, weil ich habe nur die zwei Sorten Weichen bei mir in der Anlage. Reicht ja auch zwei verschiedene. Trix habe ich unten im Schattenbahnhof. Oben habe ich Schotterbett Fleischmann. Beide haben dasselbe Problem. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Stellantrieben auch so ist, aber ich denke mal, das bleibt nie aus. Und zwar hat das bestimmt jeder schon mal festgestellt, die haben ja eine Endabschaltung, wenn man analog schaltet zum Beispiel, mit Tippen. Und irgendwann, ihr habt längere Zeit nie gespielt, schaltet auf einmal das Weichenteil nicht mehr. Dann geht ihr hin, tut mit der Hand ein paar Mal hin und her, wundert euch, geht doch. Jetzt schaltest du wieder elektrisch, auf einmal geht es wieder. Hat einen ganz bestimmten Grund. Das ist auch der Grund, warum ich es ausbaue. Jetzt machen wir es auch schon mal auf. Ist wieder ein Weichenantrieb für meinen Kollegen. Da sind wir hier bei Trix noch hier für die Weichenlaterne. Das fliegt weg, das will er nicht, das braucht er nicht. Jetzt hole ich das Hauptteil mal hier hinten raus. Und zwar, sollte jetzt nicht rausfallen, hier hinten ist so ein Federblech drin. Das ist ein Umschalter. Genau genommen ist es eigentlich ein Endabschalter. Und zwar für diese Mechanik. Wenn das hier hin und her zieht, hätte ich näher gehen müssen, nehme ich mal an. Wenn das hier hin und her fährt und die Spulen schalten, wenn er dann am Anschlag angekommen ist, das schaltet ja ziemlich schnell, schaltet er hier die Masse ab. Die kommt von hier drüben, übers weiße Kabel. Und auch hier sieht man schon so ein bisschen die Schleifspuren und ein bisschen Dreck. Das ist nur wenig gelaufen zwar bis jetzt. Aber wer seinen Antrieb mal abbaut, noch nur ein paar Mal benutzen. Ihr braucht niemanden ein Vierteljahr spielen. Da reicht schon manchmal 3-4 Wochen. Dann seht ihr hier so wie Schmauchspuren, so grau hinterlegt und schwarze Punkte. Genauso auf den beiden Flächen. Das nennt man, wer Elektriker ist oder sich elektrisch auskennt, das sind sogenannte Abrissfunken. Diese Abrissfunken entstehen deswegen, weil eine ziemlich hohe Leistung. Und zwar bei Minitrix, wenn ich es noch richtig weiß, sind das 0,5 Ampere und bei Fleischmann 0,7 sogar. Ja, die für eine Umschaltung gebraucht. Also richtig Leistung dahinter. Und man schaltet in der Regel mit zwischen 14 und 16 Volt. Und dieses abrupte Umschalten ergibt einen Abrissfunken und dann wird das hier schwarz. Solange man hin und her schaltet und spielt, geht das noch. Aber sobald man aufhört, liegt das Blech genau auf diesem Abrissfunken. Und tut sich miteinander wie verschweißen, sage ich mal. Und dann klebt das fest, beziehungsweise ist das Blech hier so dreckig, dass es einfach keinen Strom mehr kriegt. Und durch das, dass ihr es dann noch einmal hin und her schiebt, reibt ihr das eigentlich nur mit dem Blech wieder sauber und dann schaltet es wieder. Aber das ist das, was mich nervt. Und ja, ich kann es nicht oft genug sagen bei meinem Kollegen da mit 140 Weichen. Wenn da drei nie schalten, dann fahren auch drei Züge woanders hin. Das interessiert ja das Trains Control. Also was mache ich? Ich überbrücke das Ganze. Das heißt, die Spulen kriegen immer Masse. Was ist zu beachten? Wie gesagt, analog sollte man es nie machen. Es sei denn, man hat einen unheimlich schnellen und guten Finger, dass man wirklich ganz kurz tippt, sonst brennen die Spulen durch. Und mit dem Umschalter, also normalen Kippschalter, geht es dann gar nicht mehr, weil es eben wie gesagt nie abschaltet. Also das bleibt auch draußen. Um das jetzt zu verbinden, ich habe hier schon Lötkolben und alles da, löte ich hier einfach ein Kabel rein. Auch das schwarze Teil kann wegbleiben, weil das nur die Feder schiebt. Entscheidend ist eigentlich nur wirklich dann nur noch hier vorne das Stück, was die Weiche umschaltet.
Das kann man hier wie folgt ganz einfach rausheben. Hier hinten ist der Magnetkern, das hängt alles zusammen, das fällt eigentlich auch nicht auseinander. So, ich habe hier Akkulötkolben, ein bisschen vorheizen, beziehungsweise schon mal vorbereiten, ein Stück Kabel. Dazu nehme ich ganz normalen dünnen Draht, das ist eigentlich Klingeldraht. Ich habe da mal, mein Papa war bei der Telekom, ganz viel Kabel gekriegt, was übrig war. Das habe ich früher für analog genommen, das nehme ich auch bei meinem digitalen zum Gleise anschließen, nur bis runter, bis zur Ringleitung. So, ich brauche hier erstmal nur ein Stück, dass ich es festmachen kann. Das nehme ich, damit es schneller geht, damit die Leiterplatte hier nicht kaputt geht. Dürften einige kennen zum Löten. Lötwasser. Natürlich tue ich den Draht auch ein bisschen vorverzinnen. Einmal eingetaucht. So, müssen wir leider 30 Sekunden warten, bis der Lötkolben soweit ist und Lust hat. Schauen wir mal. Tut sich noch nichts. Doch, jetzt. So, tun wir vorne die Spitze ein bisschen vorverzinnen. Jetzt machen wir hier einen einzelnen Zinnpunkt dran. Muss ein bisschen heiß werden, das Blech, sonst verläuft es nie richtig. So, das reicht eigentlich schon. Dann Draht ein bisschen anbiegen. Jetzt halten wir das Ganze nur in die heiße Suppe rein. So, damit ist schon mal der Anfang getan. Jetzt reicht das schon, hier ein bisschen Lötzinn an den Lötkolben. Jetzt löten wir hier den zweiten Punkt an. Das verläuft von alleine. Und jetzt haben wir eigentlich schon fast alles geschafft. Wo habe ich den Pinsel her? Natürlich durch die Hitze das Ganze weg. Machen wir noch den dritten. Dann nehme ich den Lötkolben mal in die andere Hand. Das hier nur mal fest, falls das sich wieder lösen will durch die Hitze. So, wunderbar. Jetzt ist das nämlich dort fest, da können wir den mittleren Punkt auch noch mal ordentlich verlöten. Soll ja auch ordentlich leiten. Oh, jetzt ist wieder abgegangen. Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Dies ist mir nicht gelungen. Moment. Sorry Leute, das müssen wir noch mal schnell nachlöten. Genau, das sollte nicht passieren, dass sich das hier vorne nochmal löst. Oh, das ist nie das Problem. Da wird einfach nochmal nachgelötet. Ist nur halt, man muss das Kabel halt runterhalten während dem Verlöten, damit es eben nicht wieder rausspringt aus dem heißen Lötzinn. Na, muss ich jetzt ein bisschen Ärger nehmen. So lange nie gemacht, um ehrlich zu sein. So. Das ist fest. Damit dieses Schaltteil hier auch hundertprozentig reinpasst, knicke ich jetzt eigentlich nur noch, das kann man hier auch rausnehmen, wenn man das will vorher, ich mache es nie erst, das knicke ich jetzt so lange hin und her, bis es genau am Lötzinn abbricht. So nahe komme ich nämlich gar nicht mit der Zange ran, denn das muss wirklich, wo habe ich jetzt was Spitzes zum Zeigen, am besten mit der Pinzette, es muss wirklich genau hier, wo die Leiterplatte ausgesägt ist, auch genau enden, das Kabel. Das sollte so ziemlich genau dort enden. Dann fädelt ihr einfach hier wieder den Magnetkern ein, setzt dieses Schaltteil ein und ihr seht, es kommt fast genau bis hinten dran. Da ist sogar noch ein bisschen Spiel. Das stößt hier schon an der Spule an. Und ich habe immer noch einen halben Millimeter Platz bis zum Kabel. Und damit ist das überbrückt. Das Zusammenbauen, das erspare ich mir jetzt mal hier. Die Kappe wieder drauf, das kennt ihr. Und wir kommen jetzt noch zu was anderem. Denn es ist wichtig zu wissen, dass ihr eure Schaltdecoder umstellen müsst. Ich bin ja Uhlenbrock-Fan. Bei mir bei Uhlenbrock ist die Schaltzeit 1 Bit
in einem bestimmten CV, das muss, ist hier jetzt gerade unwichtig, weil ich glaube nicht, dass jemand hier Ullenbrock groß benutzt, ist bei mir 0,05 Sekunden. Heißt für 50 Millisekunden, genau sind das. Ist ja 1000 Millisekunden, ist eine Sekunde. Ich habe die bei mir auf 0,3 Sekunden, heißt 300 Millisekunden. Deswegen muss ich das mal 6 einstellen, heißt, ich muss in den CV Bit 6 schreiben. Jetzt habe ich mal rausgesucht, was die meisten hier benutzen, das ist nämlich DigiCase, dürftet ihr ja alle kennen, die DR4018. Habe in eure Gebrauchsanweisung reingeguckt. Da finde ich interessant, dass man die Schaltzeit unter dem CV 238 bis 253, das sind die kompletten Ausgänge. Ich glaube, ihr habt 2x10, also immer hinschalten, immer links schalten, immer rechts schalten, also 20, glaube ich. Müsste ich jetzt zählen, habe ich gar keinen Bock. Jedenfalls sind das die ganzen Ausgänge. Jeder Ausgang kann einzeln eingestellt werden, wie lange die Schaltzeit ist. Ihr habt ja unter dem ENCV könnt ihr ja einstellen, alles für Weichen zum Beispiel. Ihr müsst dann nur wissen, habt ihr gewisse Ausgänge vielleicht für Licht mit benutzt. Das könnt ihr auch gemischt machen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt auf einem Decoder komplett nur Weichen. Dann müsst ihr in diesen CVs den Bitwert ändern. Der steht aber leider nicht bei euch drin, wie viel Millisekunden das ist. Das ist eine Frechheit. Da ist eine Riesentabelle, dass da der Wert 128 Standard drin ist, aber nirgendwo steht, wie viel Millisekunden. Ich habe an DigiCase geschrieben und habe, muss ich loben, innerhalb von 2 Tagen eine Antwort bekommen. Und zwar habt ihr bei einem Bit 0, nee Quatsch, 6,25 Millisekunden. Das heißt, das sind 0,00625 Sekunden. Ihr habt in diesen Bits den Standardwert 128 drin. Das ist ausgerechnet auf diese 0,00625 Sekunden, sind das 0,8 Sekunden, also fast eine Sekunde. Das ist für die Spulen zu viel. Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich immer weiter erhöht habe. Da war die Mechanik noch eingebaut. Ich habe das so lange erhöht, bis die Mechanik ordentlich umgeschaltet hat, bis in Endschalter. Das heißt, länger braucht er nicht. Das ist bei Tricks habe ich ein bisschen mehr. Ich glaube, da habe ich eine halbe Sekunde und bei Fleischmann habe ich diese 0,3. Deswegen habe ich das hier unten für euch mal aufgeschrieben. Wenn ihr das umstellt in eurem Schaltdecoder, in diesem DigiCase 4018, müsst ihr in diese CVs und in jedem Einzelnen das umstellen auf den Wert, was ihr dort von der Weiche angeschlossen habt. Solltet ihr das umbauen, umlöten bei einer Fleischmann, braucht ihr halt mindestens 0,3 Sekunden. Trägt es ein bisschen träger, könnt ihr 0,5 machen. Ich denke aber bei Fleischmann mit 0,5 macht ihr auch nichts falsch. So schnell brennt keine Spule durch. Aber das reicht vollkommen, um eine Weiche zu schalten. Also nie 5 Sekunden und nur nie 3 Sekunden, dann ist sofort die Weiche, sondern 0,3 und 0,5. Macht ihr Fleischmann auf 0,3, habe ich schon mal ausgerechnet, mal den 6,25 Millisekunden, braucht ihr Bit 48 eingeben, also den Wert 48 eingeben in den CVs, kommt ihr genau auf die 0,3 Sekunden. Gebt ihr Bit 80 ein, mal den 6,25 Millisekunden, kommt ihr auf eine halbe Sekunde. Das ist ganz wichtig, das müsst ihr umstellen, weil das bei euch so hoch angegeben ist, dieser Standardwert mit 128 kommt ihr auf 0,8 Sekunden, halte ich schon für zu viel. Könnte schon die Spule zu heiß werden, weil die ja, wie gesagt, nie abschaltet. So ist der Wert okay, weil die gehen ja davon aus, dass es abschaltet. Und das Ganze überhaupt ist nur interessant für Leute, wie gesagt, die Spulenantriebe benutzen. Für Unterflurantriebe und ganzen Scheiß braucht ihr das. Nee, es geht mir nur darum, solltet ihr es umbauen, müsst ihr unbedingt eure Schaltdecoder umstellen. So, ich baue das Gehäuse noch zusammen, aber jetzt nicht vor euch, weil ich habe da noch mehr Weichen zu tun. Und das schalte ich hier erstmal ab. Als nächstes werde ich euch nochmal zeigen,
Habe ich die Weichen hier liegen. Moment, ganz kleinen Moment. Und zwar, ich hatte ja mal einen Tipp und Trick Weichen wegen Entgleisungen gezeigt. Da gab es noch eine Anfrage, wie ich diese Zungen hier vorne genau verschliffen habe mit dem Dremel. Was habe ich benutzt, wie habe ich das gemacht. Und da werde ich dann ein kleines Filmchen hinten dran hängen, welchen Aufsatz ich benutzt habe und wie ich das verschliffen habe. Hat jemanden interessiert? Ich glaube sogar der Louis war das. Ich habe es versprochen, dass ich es irgendwann nochmal mache, aber ich wollte das hier an einem ordentlichen Tisch haben, wo ich ordentlich filmen kann, wo alles glatt ist, wo mir die Bauteile nicht wegfliegen können, wo ich es auch sehe, wenn ich was auseinanderbaue. Und ich will, dass die Videos ein bisschen einheitlich werden. Wie gesagt, auf der Platte wird noch einiges passieren. Und ich werde euch hier noch einiges zeigen. So, aber jetzt ging es erstmal um die Antriebe. Und dann werde ich mal hier aufräumen und neu gestalten für das nächste Thema. Macht's gut erstmal. Bis gleich. Ja, und schon habe ich umgebaut. Worum geht's nochmal? Um die Weichenzungen, wie habe ich sie verschliffen und mit was. Wir fangen mal als erstes an. Das sind Diamantschleifer. Die benutze ich für die Zungen und Außengleis von den Zungen. Das ist ein Diamantschleifer, normal rund. Die benutze ich hier bei den Gleisübergängen in. Was benötige ich noch? Ein altes Drehgestell. Mir sind mal Güterwagen runtergefallen, die sind in 20.000 Teile gefallen. Unter anderem habe ich mir dann die Drehgestelle aufgehoben. Die sind von Minitrix. Minitrix ist auch sehr beliebt, dass hier die Radgrenze sehr scharf sind. Als Beispiel habe ich jetzt erstmal hier eine Weiche, das ist eine uralte. Die hat hier auch keine Mechanik mehr. Das reicht, um euch das zu zeigen, was ich zeigen will. Und zwar hier drüben ist noch nie ausgeschliffen. Um festzustellen, wo Waggons aufsteigen können oder Räder aufsteigen können, verdrehe ich das Drehgestell immer nach außen mit dem Rad, wo es haken könnte. Zum Beispiel hier, zack, steigt auf, weil hier ist immer noch die Kante. Warum verdrehe ich das in beide Richtungen? Jetzt zum Beispiel die Richtung auch. Hier steigt nichts auf, weil die Seite habe ich schon verschliffen. Um euch nur den Unterschied erstmal zu zeigen, dann zeige ich euch noch, wie ich es verschleife. Weil viele vergessen, dass Züge gezogen und geschoben werden können. Im gezogenen Zustand drückt den ganzen Zug in die Kurve rein. Beim geschobenen Zustand werden die Achsen nach außen gedrückt. Das heißt, beim Schieben, wenn es hier hakt, gleist er darum aus. Wenn es gezogen wird, kann es auf der Seite aufsteigen und entgleisen. Deswegen sind beide Seiten wichtig. Dasselbe auch beim Geraden. Es gibt Momente, wo vielleicht Drehgestelle sich nicht hundertprozentig wieder gerade ausdrehen, wenn sie ein bisschen schwerer gehen. Dann stehen sie leicht schräg im Gleis, das seht ihr gar nicht. Und dann kommen sie eben an so eine kritische Stelle, wie hier zum Beispiel jetzt beim Gleisübergang. Hier, seht ihr, steigt auf und zack, draußen. Deswegen habe ich bei mir alles verschliffen. Und hier wollte ich jetzt nur noch mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Wir fangen jetzt mal mit dieser Fleischmann-Weiche an. Dazu habe ich hier meinen Dremel. Den habe ich auf der leichtesten, auf der kleinsten Stufe. Ich habe da so einen Fußtaster. Ich kann mit dem Fuß jederzeit einschalten und ausmachen. Weil am Dremel an- und ausmachen ist mir zu kompliziert, wenn man es mal anhalten will. Wie gesagt, dieses Blatt habe ich schon verschliffen. Ich zeige euch kurz wie. Ich benutze einen Zahnstocher. Am besten abbrechen, sonst ist die Spitze im Weg. Und dann führt ihr das hier einfach zwischen der Zunge und dem Gleis ein. Und dann schleife ich, habe jetzt aus erstmal, und dann schleife ich immer so nach vorne weg. Ich hoffe, man sieht das jetzt so schräg nach vorne. Nicht so zu schräg, sondern wirklich ein bisschen schräg so, damit auch die Höhe der Spitze nach unten kommt. Und wenn man es von vorne sieht, hier ganz spitz wird, wie ein Messer, sage ich mal. Also das muss tiefer werden als die eigentliche Schiene. Und wenn ich das jetzt mal rausmache und anlege, ich hoffe, dass man sieht, ist der Punkt der Zunge viel tiefer als der eigentliche Schienenkopf. Zeige ich jetzt die ungeschliffene Seite, sieht man deutlich, dass
das ganze Blatt fast so hoch ist wie der Schienenkopf. Und das führt eben dazu, dass wenn Räder von der Seite kommen, hier aufsteigen können und entgleisen. So, wie schleife ich das Ganze? Wie gesagt, Zahnstocher rein. Ich habe, wie gesagt, die niedrigste Stufe reicht vollkommen aus. Einschalten und dann immer so nach vorne weg. Und zwischendurch gerne mal unter der Lupe gucken oder das Ganze unter. Ich stoppe jetzt mal, sonst hört ihr mich nicht. Ruhig mal zwischendurch, wenn ihr mehrmals geschliffen habt, unter der Lupe gucken, dass ihr nicht zu viel wegmacht. Beziehungsweise normalerweise mache ich das immer unter meiner. Ich habe so eine Lupe mit Licht. Hier mache ich es jetzt, damit ihr es sehen könnt, weil wenn ich jetzt eine Lupe davor habe, dann seht ihr nur verschwommene Bilder. Ja, immer von der Zunge zur Spitze weg. Und immer, desto weiter ihr vorgeht, desto mehr aufdrücken. So, ich hänge das kurz weg. Das dürfte meiner Meinung nach schon ziemlich reichen. Ich gehe mal selber mit der Lupe ran. Ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen. Jo, ist auf alle Fälle ein ganzes Stück tiefer. Jetzt gucke ich noch mal von vorne, ehe ich es euch zeige. Moment. Jo. Ich denke, das ist ausreichend. Hier vorne sieht man jetzt eine richtige Spitze. Und wenn ich das anlege, sieht man, dass das wieder tiefer ist als der Schienenkopf. Jetzt ist natürlich in dem Moment das Problem, jetzt muss ich das Gleis kurz dran machen. Palim, palim. So, wenn ich jetzt natürlich auf der zuen Zunge mit einer verdrehten Drehgestell komme, steigt das hier ja, jetzt nie. Da habe ich Glück, das ist mal eins, was nie so scharfkantig ist, aber es gibt Momente, weil ich jetzt das weggeschliffen habe, dass man hier zu weit reinkommt in die Kuhle und dann steigt es auf. Also ich tue grundsätzlich diese Spitze, jetzt muss ich es nochmal rausmachen, diese Kante, die hier drin ist im Gleis, die tue ich in der Regel auch noch ein ganz klein wenig verschleifen. Dazu halte ich aber die Zunge mit dem Finger selber auf, sonst ist mir der Zahnstocher im Weg. Moment, mein Dremel. Und dann, dass ihr das nur mal von vorne seht, ich mache das genau in dem Winkel vom Schienenprofil und ziehe das nach vorne weg. Das zeige ich euch jetzt von oben, damit ihr das seht. Also ich schleife das immer so nach vorne weg. Natürlich jetzt, wenn man es so hält, doof. Ich mache das normal auf dem Tisch. Und richtig von oben. Und immer nach vorne wegziehen. Oder von hinten nach vorne, in dem Fall ist es egal. Nur beim Blatt nie von vorne nach hinten, weil es soll spitz werden. Hier geht es nur um die kleine Kante, dass die wegkommt. Da kann man auch so rumschleifen. Und nie zu viel. Nie zu viel, sonst hat man wieder eine neue Kuhle. So, jetzt muss ich selber mal kurz unter der Lupe gucken. Kleinen Moment. Jo, das sieht gut aus. Ja. Damit ist das für mich eigentlich gerade weggeschliffen. Und jetzt besteht eigentlich nirgendwo mehr eine Möglichkeit, dass es aufsteigt. Machen wir das Gleis dran, damit ihr mehr seht von dem Drehgestell. Jetzt müsste ich natürlich von der Seite kommen. Ich habe es ja vorhin verdreht, da war es ja hier aufgestiegen. Hier steigt nichts mehr auf. So, von der Seite steigt auch nichts mehr auf. Selbst wenn ich es verdrehe, habe ich keine Chance, dass dahinter die Weichenzunge kommt oder aufsteigt. Jetzt haben wir hier natürlich noch das eine Problem der Schiene. Das zeige ich dann auch noch, aber ich wollte dazwischen noch was anderes zeigen, ehe ich jetzt den Aufsatz ändere, weil dann brauche ich ja diesen Aufsatz. Und zwar wollte noch jemand das wissen oder jemand hat mir jetzt vor kurzem unter mein anderes Video geschrieben, dass er das toll findet mit den Zungen hier. Ich nehme mal den Holzspieß. Und zwar, ich hoffe, man sieht das gut, diese Kerbe hier. Die habe auch ich reingemacht. Normal liegen diese Flügel, ich drücke die jetzt mal so an, nur am Radlenker an. Das heißt, die stehen eigentlich so ein kleines Stück ab. Und mir sind immer scharfkantige Achsen hier dahinter gelaufen, obwohl die Weiche ab Abzweig stand.
Dann sind die einfach mit der ersten Achse geradeaus oder mit der zweiten Achse geradeaus gefahren, der ganze Zug darum. Was dann passiert, brauche ich nicht erklären. Deswegen habe ich hier kleine Kerben reingemacht. Und um das auch nochmal zu zeigen, ja, muss ich jetzt nicht den ganzen Dremel nehmen, ich schleife das jetzt nie, weil ich ja schon geschliffen habe, habe ich auch mit dieser Spitze gemacht und bin da auch immer von der Seite so ein Stück reingegangen. Aber nie zu weit. Ich habe natürlich das von oben gemacht, habe genau geguckt, wo die Spitzen aufsitzen. In diesem Fall genau mittig von den zwei Schwellen. Und dann habe ich einfach immer angesetzt, kurz so. Muss man wirklich vorsichtig machen, weil Plastik mit hoher Drehzahl, wisst ihr, was passiert, dann versenkt man es unnötig. Aber es muss eben mit der Spitze gemacht werden, damit das so relativ, das muss schon fast ein bisschen wie ein Dreieck werden. Also wenn jetzt hier der Zug lang fährt, der kriegt das gar nicht mit. Das ist nie so, dass der hier hängen bleiben kann. Dafür ist das zu sehr ausgeschliffen. Da kommt das Rad allemal lang. Aber wenn ich eben umschalte, liegt hier der Flügel richtig schön drin. Und das Rad kann hier hängen bleiben. Ich kann es euch hier nochmal von nahen zeigen. Na, also wenn ich, selbst wenn ich dagegen drücke, er steigt nie auf. Genauso wenn es so rum ist. Ist natürlich jetzt kompliziert, das im Halten zu zeigen. Deswegen hatte ich es auf meiner Anlage in dem anderen Video gezeigt. Ja, also das eckt zwar hier ein bisschen an, aber es steigt nie auf. Und das kriegt man auch nie mit. Wenn jetzt ein Zug drüber fährt, dann kriegt man überhaupt nie mit, dass der da leicht anstößt, wenn überhaupt. Weil das Drehgestell ist eh immer am Flattern bei der Modellbahn, aber man sieht das nie. Wichtig ist eben, dass es nie haken kann und nie aufsteigen kann. So, das ist zur Kreuzungsweiche. Dann habe ich hier nochmal eine Tricksweiche. Da kann ich das jetzt genauso nochmal zeigen, wer mit Minitricks fährt. Oder ähnlich sind ja die Flügel auch bei allen anderen Weichen, die die anderen so fahren, die Code 55 von, wie heißen sie? Peko und dann noch die alten Rocco-Weichen, die ja als Fleischmann-Gleise genannt werden, ohne Schotterbett, sind eigentlich nur Rocco-Gleise. Ne, hier auch nochmal genau dasselbe, einfach nach vorne abschleifen, leicht angeschrägt. Ich hoffe, mein Daumen ist nicht im Wege. Die Videos mache ich jetzt live, ich sehe kein Bild. Gehe aber davon aus, dass das ordentlich zu sehen ist. Und immer leicht schräg zum Profil und leicht schräg nach vorne. Und desto weiter man vorkommt, ein bisschen mehr Druck aufbauen, dann wird das schön gleichmäßig spitz abgeschliffen. Wie ein Messer vorne. Bis es halt spitz vorne ist. Mit Gefühl muss man ein bisschen Zeit mitbringen, also nicht hier hin und her würsteln. Wirklich mit Gefühl immer wieder. Der Dremel macht ja die Arbeit. Hier führt nur die Spitze halt. Bei Minitricks ist es natürlich ein bisschen mehr abzuschleifen, weil die haben schon fast wie ein Viereck, muss man sagen. Sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen erhöhen, die Drehzahl. Aber ich will ja nur mal zeigen, wie ich es verschliffen habe. Weil es gefragt wurde, wie ich es genau gemacht habe. Das ist jetzt eine Ersatzweiche, an der kann ich rumspielen erstmal. Wenn mir mal eine kaputt gehen sollte im Schattenbahnhof. Weil im Schattenbahnhof habe ich ja Tricksweichen. Zahnstocher nicht aus. Jetzt gucke ich mal unter meine Lobetläne. Moment. Jo, ist schon ganz gut geschliffen. Nur noch hier von der Höhe. Also spitz von vorne ist es eigentlich. Wo ist mein Zahnstocher? Hier ist schon sehr spitz. Ich müsste es noch ein bisschen verschleifen. Von der Seite sieht man, es ist noch höher, also gleich hoch mit dem Schienenkopf. Ist aber dasselbe wie bei der anderen Weiche. So, jetzt wollte ich aber, bevor ich das andere mit dem Verschleifen kleiner zeige, nochmal was auf ein ganz anderes Thema kommen. Es wird ja immer gerne gemeckert und geflucht, dass Loks gerne auf Weichen stehen bleiben. Das hat ja mehrere Gründe. Nicht nur, dass fast alle Reinigungswagen, die ich so kenne, in diesem Bereich nicht ordentlich reinigen können. Ob man jetzt Plastik hat oder Metall, spielt erstmal gar keine Rolle. Die reinigen bis hierhin relativ gut, wenn man zum Beispiel die Filzrollen nimmt. Ich reinige ja mit anderen Reinigungswagen, da kommt auch nochmal ein Video. Und vielleicht auch den hinteren Teil. Wenn man zum Beispiel hier diesen Magnetartikel dran hat,
wie einige, die ich gesehen habe, die nach wie vor den Original benutzen, reinigt auf der Seite die Rolle überhaupt nie. Warum? Die läuft nämlich auf diesem Magnetartikel auf. Habe ich selbst gesehen, deswegen ich benutze den Lux nicht. Er ist nicht schlechter Lux, aber er kommt halt nicht wirklich überall hin. So, warum bleiben Loks gerne auf Weichen stehen? Ich habe zum Beispiel oberhalb nur mit elektrischem Herzstück, was natürlich umgeschalten wird, ist klar. Und trotzdem gibt es ein Problem. Viele wissen das nie oder befassen sich einfach nie damit, weil sie es nie interessiert. Nicht, dass man jetzt denkt, aha, das ist ja alles Metall, da kriegt er ja schön Strom. Könnt ihr vergessen. Denn in dem elektrischen Herzstück, hier vorne sieht man eine Erhöhung und hier hinten genauso. Aber hier. Die laufen mit den Radkränzen auf das Metall auf. In diesem Bereich läuft er nicht auf das ganze Metall hier auf. Das wäre schön. Nein, er läuft mit dem Radkranz auf. Das heißt, der Strom wird nur über den Radkranz weitergegeben. Das ganze Rad ist sozusagen minimal erhoben. Sonst würdet ihr hier an der Stelle, wo kein Gleis ist, ein mörderisches Poltern haben vom Rad. Dann würde das huckeln und poltern. Deswegen gibt es auch eine Norm, wie hoch der Radkranz zu sein hat. Da gibt es eine Nebennorm für Modellbahn. So, warum erzähle ich das jetzt? Weil beim Reinigen zwei Sachen nicht passieren. Wer seine Weichen reinigt, reinigt hier oben. Aber die wenigsten reinigen hier drinnen. Seht ihr den Dreck hier drinnen? Wenn das nicht sauber ist, kriegt der Radkranz genauso keinen Strom. Wie kann man das reinigen? Man kann natürlich ein Wattestäbchen neben drin rumbohren, man kann hier wie ich jetzt drin rumkratzen, oder wird man ein bisschen wahnsinnig irgendwann. Ich mache das, ich habe jetzt das nie hier mit hergeholt, aber da kann ich ein andermal vielleicht noch beim Reinigungsvideo was mit zeigen. Ich habe eine elektrische Zahnbürste und natürlich hat man alte Aufsätze. Und den alten Aufsatz, den tauche ich einfach in Alkohol in dem Falle, oder man hat dieses andere Zeugs, was jetzt viele nehmen, unter anderem ja auch dieses SR24 oder was heißt, das mag ich nicht, weil das klebt, wenn das verdunstet. Das merkt man am Gleis, fährt man lang, merkt man, wie es klebt. Das tut nie wirklich verfliegen wie Alkohol. Und da tut man das ein bisschen anfeuchten schon. Und dann einfach mit der elektrischen Zahnbürste gehe ich hier drüber und dann wird das so richtig schön sauber hier dazwischen. Weil, warum erzähle ich das? Zum Beispiel die Fleischmann-Weichen haben das hier auch so eine Leitschiene. Auf diesen, die Bleche sind ja nie aus Langeweile hier drinnen, sondern die Räder laufen auch da drauf und kriegen dort ihren Strom her. Wenn wie bei der Weiche, man sieht, wie schwarz das schon ist, das wird so richtig schön schwarz, kommt kein Strom mehr an. Guck mal, wenn ich hier kratze, das ist eine ältere Weiche, die ich noch da habe, benutze ich nicht. Guck mal, wie sauber das wird. Macht nie jemand sauber. Und das sind gute Zentimeter, wo die Lok auf der anderen Seite keinen Strom kriegt. Und wenn ihr eine zweiachsige Lok habt, also ein Drehgestell mit zwei Achsen pro Drehgestell, das ist ja mal so eins, dann habt ihr nie hier, wo es Plastik ist, eine Achse ohne Strom, sondern ihr habt, wenn das Metall dreckig ist, beide Achsen ohne Strom. Das heißt, die muss über die hintere Achse den ganzen Strom ziehen. Und wenn da noch ein Rad auf der Seite jetzt einen Haftreifen hat, hier hinten, dann ist eine einzige Achse, die den ganzen Strom euch liefert. Das fehlt euch hier vorne. Und das ist auch nie damit getan, dass ihr die Weiche hier sauber macht. Wenn ihr das dann sauber habt und immer noch keinen richtigen Kontakt habt, sage ich euch, kommt das vom Radreinigen. Die meisten haben irgendwelche Radreinigungsgeräte, wo sie das Rad hier an der Lauffläche reinigen. Aber niemand reinigt diesen Radkranz mit. Ihr müsst den Radkranz mit reinigen, Leute. Das ist halt so. Sonst kriegt ihr auf der Weiche keinen ordentlichen Strom. Und deswegen finde ich das eine Video, was ich jetzt gesehen habe, das ist wo gerade Gesellschaft groß im Umlauf, wo jemand Küchenpapier aufs Gleis gemacht hat und dort drauf die Räder reinigt, mit Alkohol angefeuchtigt, kannst du Loks alles machen, beziehungsweise er hat Bremsenreiniger genommen. Bei Loks Bremsenreiniger wegen der Haftreifen empfehle ich jetzt mal nicht, weil ich weiß aus der Metallindustrie, wie aggressiv Bremsenreiniger ist. Für alle anderen Räder, D-Zugwagen für Licht und so, okay. Auch mal Güterwagen reinigen. Dort sammelt sich der Dreck, den ihr wieder aufs Gleis macht.
reinigt bitte auch mal Güterwagen, nur mal so ganz nebenbei. Sonst habt ihr ganz schnell wieder Dreck auf dem Gleis. Und was wollte ich noch sagen? Ja, und das gefällt mir eigentlich mit dem Reinigen, weil dort auf dem Küchenpapier, ich habe das selbst ausprobiert mit meinem Alkohol, habe ich festgestellt, dass man da... Moment. Da habe ich festgestellt, dass dort die Radgrenze unheimlich gut mit gereinigt werden. Durch das drüber, da sieht man richtig in der Kuhle das Papier, das ist nie bloß da oben dreckig und seitlich, sondern auch unten. Das heißt, der macht wunderbar die Radgrenze mit sauber. So, ich wollte jetzt mal den Aufsatz schnell wechseln. Habe ich noch was zu erzählen? Wollte noch was wissen? Jetzt wird es kurz langweilig. Kleinen Moment. Zum Schluss hänge ich euch hier kleiner und kleines Gimmick an. Mit was, was mir gefällt, was ich zufällig im eBay bekommen habe und ersteigert habe. So, das geht ja nicht rein. Jetzt muss ich kurz stoppen. Kleinen Moment. Da bin ich wieder. War eine kleine Unterbrechung. Ich habe mich da wohl in der Größe vergriffen. Ich habe nämlich noch so ein kleineres. Das große passt gar nicht innen drin rein. Weil ich wollte euch das jetzt noch hier zeigen. Und zwar wegen dem Übergang von meinen Gleisen. Also mal als Beispiel hier. Seht ihr, zack, steigt auf. Auf der Seite steigt nie auf. Jetzt probieren wir dasselbe von der Seite. Jetzt steigt es hier natürlich nicht auf, weil das Gleis ist so versetzt. Und deswegen kann der hier aufsteigen. So. Auf der anderen Seite des Gleises scheint ziemlich parallel zu sein. Denn von der Seite steigt es nie auf. Das heißt, der Gleisverbinder ist ziemlich genau. Ich stelle mal ein Stück drücken hier. Und da muss ich jetzt meinen Dremel wieder in Schwung bringen. Moment. Da gehe ich von oben, ich hoffe man sieht das jetzt, auch immer einfach nur so hin und her über diese Kante. Das heißt, nie oben drauf, sondern innen an der Kante hin und her gehen, dass das so eine leichte, übertrieben, wie soll ich sagen, so eine Rundung ergibt. Ja, so Rad ist ja, wenn man die Lauffläche genau beobachtet, beziehungsweise den Radkranz, der ist ja übertrieben gesagt wie ein Halbmond. So, jetzt werden wir gleich mal gucken, ob das was gebracht hat. Der Schienenverbinder verrutscht durchs Schleifen. So, und schon steigt er nicht mehr auf, obwohl ich das Drehgestell richtig verdrehe. Seht ihr das? Keinen Gleisen, von der Seite ohne. Jetzt haben wir es auf der Seite und deswegen, das ist ein Problem, geht die eine Seite, geht die andere nicht mehr. Deswegen verschleife ich bei mir alle Seiten, machen die Seite jetzt einfach mal noch mit. Können wir noch mal zugucken. Das ist auch wirklich nur der Schienenkopf, den man oben seitlich ein bisschen abschleift, nie oben drauf. So. Und steigt nicht mehr auf, obwohl ich das wirklich hier richtig verdrehe. Ups, jetzt habe ich sie übertrieben. So schwer ist kein Waggon, so sehr schwer geht auch kein Drehgestell. Und dann habt ihr, ich will nicht sagen, zu hundertprozentig das Entgleisen verhindert, aber ich sehe es an meiner Anlage, ich habe kaum noch Entgleisung, wirklich ganz selten. Und wenn ich was entdecke, wo was entgleist, gehe ich direkt mit dem Dremel ran, gucke mir den Waggon an, liegt es irgendwo an der Achse, liegt es am Drehgestell, was zu schwer geht. Es gibt auch Waggons wie bei dem, hier sieht man die Lücke, hier ist normalerweise genau die Kupplungsaufnahme drin von der Kinematik. Das Problem ist, wenn das alles zu eng ist, dann wird durch das Drehgestell die Kinematik mitgedrückt, wenn danach kein Waggon ist. Hast du einen Waggon hinten dran, wird er die Kupplung mitbewegt. Aber wenn nicht, dann habt ihr das Problem, dass das Drehgestell die Kinematik mitdreht, ab einem bestimmten Winkel, sage ich mal. Also gerade bei Radius 1. Wenn er die Kupplung mitdrücken muss und die Feder geht zu schwer von der Kinematik,
dann wird das Gestell so gedrängelt, dass es stellenweise sich nie weiter drehen kann und dann springt euch auch so ein Waggon raus. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die viele nie wissen. Kinematik hat Vor- und Nachteile. Am liebsten sind mir die Waggons, wo die Kinematik wirklich hier vorne ganz alleine für sich läuft und die Drehgestelle für sich sind. Manchmal mache ich dann so Ecken wie diese hier halt weg, dann verzichte ich auf die scheiß Bremsen oder je nachdem, ich modifiziere das dann so weit, dass er die Kinematik nie berührt. Man kann ja bis dahin wegschleifen, die Bremsen fangen erst hier außen an. Wenn man hier oben vom Gestell ein klein wenig wegnimmt, halten die Bremsen immer noch. Das muss jeder für sich wissen, wie weit er an den Geräten oder an den wie es rollend Material rumfeilt, rumschleift. Ich habe schon den ganzen ICE verschliffen und verfeilt, weil er entgleist beim Schieben. Aber über Schieben und Ziehen werde ich auch noch mal was sagen, wenn ich über Kupplungen was bringe. Da soll auch noch ein komplettes Video kommen. Das wird wahrscheinlich sehr interessant werden, weil ich habe Kupplungen, die manche Leute noch gar nicht kennen. Da will ich was berichten. Was sind meine Favoriten? Was benutze ich gerne? Wer gerne rangiert, wird das auch dann sehen. Da kommen meine Entkupplungsgleise, wie ich sie modifiziert habe und geändert habe, damit es ordentlich entkuppelt. Und ich kann schon mal so weit spoilern: Die TT-Kupplungen sind einfach so genial. So ein butterweiches Ankuppeln schaffst du mit keiner anderen Entkupplung. Nicht mal die Profikupplung von Fleischmann. Das schafft keine originale Standardkupplung. Ich finde die TT-Kupplung so genial, wenn man wirklich an einen einzelnen leeren, leichten Waggon ranfahren kann und der vielleicht 2 mm rückt, bis es gekuppelt hat. Finde ich total genial. So gut. An der Stelle erstmal Schluss. Jetzt kommt noch ein kleines, ich nenne es mal Gimmick, hinten dran. Das sind zwei Sachen, die ich mir im eBay besorgt habe, was vielleicht der eine oder andere gerne haben will oder ihm gefällt. Mir hat es gefallen, ich habe es gebraucht. Das ist, ihr könnt jetzt hier abschalten, wenn es nicht interessiert. Wer Container mag oder Containerbahnhof, für den wird es interessant. Meiner Meinung nach. Also dann bis gleich. Dann kommen wir jetzt schnell mal noch zur letzten Kategorie Gimmick. Warum habe ich es Gimmicks genannt? Weil das, was ich euch jetzt zeige, hat nie wirklich groß technische Funktionen, außer vielleicht die Beine, die ich jetzt gerade hier rausklappe. Weil das sind nie einfache Container, sondern das sind sogenannte Wechselbrücken. Wer sich damit ein bisschen befasst hat, weiß, was das ist. Wechselbrücken können LKWs eigentlich runterfahren. Und dann heben die den LKW bzw. der Hänger, der ist hydraulisch hebbar. Dann stehen die Container und dann klappen die Füße weg. Normalerweise müssten die Füße außerhalb sein, aber okay, das lassen wir mal als Modell so gelten. Die können schön stehen auf die Beine. Ich habe jetzt nur mal zwei ausgepackt, weil ich finde sie am schönsten. DHL bei mir, ich habe ja so einen großen, kann ich jetzt Fuhrpark sagen, also ich habe ja diesen großen Park, wo DHL ist, UPS, DPD und was weiß ich noch. Dort soll damit hinkommen. Da ist ein Platz für mindestens 3 Container. Das sind 6 Stück, zeige ich kleiner. Wie gesagt, sind Wechselbrücken, die kann man reinklappen. Ihr habt ja gerade gesagt, habe ich rausgeklappt. Die haben hier unten auch 2 Löcher, die passen aber nie auf die normalen Containerwagen, weil die sind von, ich fange mal am besten vorne an, die sind von Hobby Train mit der Nummer H9012. Insgesamt eigentlich 6 Stück, also 2 liegen jetzt draußen. Und Hobby Train hat einen eigenen Wagen dazu. Die kann man dazu bestellen. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, ob dann der Container, ob die Container dann wieder mit drauf sind. Auf alle Fälle sind das die Wagen für diese Wechselbrücken. Leider gibt es dafür noch keine LKWs. Deswegen nenne ich sie Gimmicks, weil eigentlich kann man es irgendwie nur irgendwo hinstellen und dort verweilen lassen. Oder man stellt sie zumindest dann mal auf einen Güterwagen, wenn man die Hobby-Trillenwagen hat. Aber sie haben nie wirklich eine richtige Funktion dadurch. Ich finde es schade. Ich fände es schöner, wenn man könnte einen LKW so halb drunter stellen, als wer gerade drunter fährt. Vielleicht kann man einen normalen LKW selbst umfunktionieren. Das werde ich sehen. So, das wollte ich nur kurz loswerden. Dieses Set, hier als 6er-Set, gibt es auch als 3 einzelne 2er-Sets. Die hatte ich nämlich zuerst gefunden.
Und da kam jedes Set 11,99 €. Eins kam 12,99 €. Heißt, das Ganze hätte 35 € gekostet. Das 6er Set kam, ich glaube, 33 oder 32 €. Also noch ein bisschen preiswerter. Was seltsam ist, ich finde dieses Set nirgendwo. Ich habe das im eBay gefunden, durchs Rumsurfen. Ich bin einfach mal alles von Enso durchgegangen, außer Loks und Waggons. Alles, was Zubehör ist. Zubehör neben den Gleisen oder wie das heißt. Also alles, was zum Gleis gehört. Und da bin ich durch Zufall drauf gekommen. Wollte ich haben, musste ich haben, brauchte ich unbedingt. Nicht mal bei Hobby Train stehen die drinnen, weder als alt als neu. Ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Entweder ist es noch zu neu, dass es keiner kennt, weil ich habe es vorher nie gesehen. Wenn es sowas interessiert, wie gesagt, hier nochmal die Nummer H9021-12 kann man im eBay vielleicht eingeben oder anderes Portal. Jetzt kommen wir noch zu was anderem, hat auch mit Container zu tun. Und zwar, jeder kennt das ja eigentlich, die eigentlichen Kranbrücken können ja meistens nur parallel zum Gleis vom Waggon abheben und auf dem LKW. Aber die können hier wirklich auf dem Containerbahnhof stapeln. Dafür gibt es ja sogenannte Containerstapler. Und das ist einer, wie er wohl in Original in Fernost, sage ich mal, gibt. Aber so ähnlich sehen die auch hier in Deutschland aus. Nur für Spur N gibt es halt keine. Und auch diesen habe ich durch Surfen gefunden. Und ich wollte ihn unbedingt haben. So sieht der Original aus. Und Leute, ich muss euch sagen, ein schöneres Modell, was im Original nahe kommt, gibt es echt nicht mehr. Nicht nur, dass er sehr gut aussieht, er kann hier hinten lenken. Klar, jetzt nichts Elektronisches, klar. Aber man kann eben, wie gesagt, wie Gaming, alles einstellen. Er hat sogar eine leichte Kippfunktion des Mastes. Ja, da gibt es hier richtige Zylinder drin mit drei Rastfunktionen. Die Hälfte des Mastes, also jeweils die Hälfte, lässt sich hoch und runter. Ja, toll, jetzt habe ich es abgezogen wieder hier oben. Das ist immer aufgesteckt. Ach, das war jetzt nicht geplant. Also das ist so, ne? Wie war es mit dem Live-Film? Man macht das ja ohne jeden Tag jetzt verstellen. Man kann also, wie gesagt, den Mast um die Hälfte erhöhen. Jetzt ist der Container mal abgegangen. Und natürlich in der vorderen Hälfte kann man noch die Gabeln erhöhen. Also man kommt auf eine richtig hohe Stapelhöhe. Ich glaube, 4 Container schafft er locker. Als nächstes kann man die Seiten noch ausfahren, je nach Containerbreite. Und der Container gehört dazu. Ist jetzt nie der Luxuscontainer, weil er hat keinen Boden. Aber eben so rum sieht man es eh nicht. Und er rastet hier seitlich an den Nasen ein. Und kann den eben richtig halten. Was mir aber eben nie gefällt, dass ich jetzt abhängig wäre von dem engen Container. Deswegen, ich habe zum Beispiel in den Containern, die kann man hier unten aufmachen, habe ich mittig ein Magnet, nämlich für meinen Verladekran. Der hat auch einen Magneten und da kann ich die so dran machen. Kann ich jederzeit abziehen, einen anderen Container dran machen, wenn ich mal ein bisschen wechseln will. Und dasselbe will ich bei dem machen. Der hat nämlich hier unten genau in der Mitte so ein schönes Viereck. Und wenn ich den Container, weil die etwas schmäler sind, würde der schön hier drunter auch unten dran hängen. Da ist genug Spielraum für den Magneten. Das habe ich schon ausprobiert. Weil das Modell ist leider nicht genau 1 zu 160. Moment. Das ist 1 zu 50. Aber ich sage euch, neben den Containern, neben dem Waggon, das fällt überhaupt nie auf, dieses 1 zu 50. Weil zum Beispiel hier ist es extrem, der Unterschied, die Container. Viel schmäler, ganzes Stück kleiner. Jetzt muss ich aber die Wechselbrücken nochmal rausholen, weil die passen ja auf Waggons von N. Und wenn ihr das euch hier mal anguckt, die sind nämlich genauso breit wie der Container. Länge kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil es ja die kurzen 40er sind oder wie die heißen, andere sind ja 60er. Die passen auch fast hier an die zum Einklemmen, da fehlt halber Millimeter vielleicht. Aber die haben auch, hier kann man einen Deckel aufmachen und da werde ich hier auch noch einen Magneten reinmachen. Und dann kann ich dir selbst die Wechselbrücken, die ich auf den Boden stellen kann, wo der Kran gar nicht hinkommt, kann er dann auch verfahren und irgendwo absetzen, wo sie halt die LKWs dann aufnehmen können. Diese ganze Sache zusammen ergibt dann erst Sinn auf meinem Containerbahnhof. Ich wollte es euch nur mal zeigen.
Hier habe ich euch ja den Preis genannt. Bei dem Stapel, bei dem Containerstapler, muss ich jetzt sagen, nichts für schwache Nerven, was den Preis betrifft. Ich muss aber sagen, so gut wie der gelungen ist, so schön wie der aussieht, was er alles kann, am Mast vor, hoch, runter, alles beweglich, rollt natürlich auch, Räder rollbar, lenkbar. Den werde ich auch nie auf die Anlage kleben. Ich habe geguckt, der ist ungefähr 2017 im Umlauf gewesen, weil da habe ich die letzten Daten gefunden in einem Händler. Und beim Händler haben die auch gekostet von 83 bis 89 Euro. Und den habe ich von jemandem abgekauft, zwar gebraucht, aber vollkommen unbenutzt. Also der war echt original verpackt hier in dem Karton. Da sind auch noch Off-Rüst-Teile da, die kommen hier hinten, kann man noch Leitern dran machen, will ich aber nicht. Er hat es für 85 Euro eBay angeboten, Sofortkauf, und ich habe es sofort gekauft, weil ich wollte das unbedingt haben. Ich habe sowas schon lange gesucht, nirgendwo was gefunden, und der sieht so genial aus, der sieht so schön aus, ich finde ihn richtig, richtig schön für Spulen. So Leute, das soll es aber jetzt gewesen sein, jetzt habe ich euch lange genug aufgehalten, die anderen Videos sind eh schon wieder viel zu lang. Ich werde Zeitmarker setzen für die vier Themen. Wer irgendwie abbrechen will, kann dann später nochmal rein. Oder wer nochmal was sucht und das nochmal wissen will, kann da auch jederzeit mit dem Zeitmarker dann dorthin. Ich wünsche allen Modellbahnern noch viel Spaß bei ihrer Modellbahn. Am Bauen, am Programmieren, am Schleifen, am Feilen, am Sägen, am Begrünen, am Schottern und am Spielen. Vergesst das Spielen nicht. Ihr müsst mal zwischendurch fahren. Okay, macht's gut. Das war's erstmal. Ciao.